In dem heutigen Video geht es um den Abstand von einem Punkt zu einer Ebene und ich würde dir gerne erklären, wie man genau diesen Abstand mit Hilfe einer Formel berechnet. Ja, wir sind also wieder in der Vektorgeometrie unterwegs und als Vorwissen gibt es hier gar nicht so viel zu nennen. Vielleicht solltest du schon mal den Betrag eines Vektors berechnet haben. Das heißt, du solltest wissen, wie man die Länge eines Vektors bestimmt. Falls du das noch nie gemacht hast, beziehungsweise falls das noch für dich komplettes Neuland ist, in der Infobox verlinke ich dir auf jeden Fall als ersten Link ein entsprechendes Video, das du dann vielleicht vorab schauen solltest und hier einmal kurz auf Pause drücken könntest. Ich zeige dir hier schon mal die Rechnung, dann kannst du nämlich selber entscheiden, ob dieses Video etwas für dich ist oder eben nicht. Oben siehst du schon diese ominöse Formel, von der ich gesprochen habe. Und wie du siehst, habe ich genau diesen Betrag dieses Vektors, das Vorwissen also, vorab gemacht. Danach geht es eigentlich nur noch darum, dass man diese Formel richtig anwendet. Und falls du wissen möchtest, wie das Ganze funktioniert, dann würde ich sagen, bleibst du jetzt einfach dran und wir schauen uns gemeinsam die Rechnung an. Hier oben siehst du schon mal die Formel hingeschrieben, mithilfe derer wir den Abstand von diesem Punkt zu dieser Ebene berechnen werden. Und ich kann dir jetzt schon mal vorab verraten, dass die Ausrechnung bzw. die Anwendung dieser Formel gar nicht so schwer ist. Denn hier oben siehst du eigentlich die Koordinatenform. Allerdings werden wir dann für x1, x2, x3 die Koordinaten des Punktes einsetzen. Denn das ist ja die x1-Koordinate, das ist die x2-Koordinate und das ist die x3-Koordinate. Und eine kleine Sache, die jetzt noch anders sein wird, hier hinten siehst du minus a. A ist im Endeffekt die Zahl von deiner Koordinatenform, die auf der rechten Seite steht. Und diese Zahl, die musst du dann quasi auf die andere Seite bringen. Das andere, was du jetzt hier siehst, ist der Betrag von n. Und den würde ich tatsächlich am Anfang erst einmal berechnen. Das heißt, wir werden jetzt erst einmal unseren normalen Vektor aus der Ebene rauslesen. Du weißt ja, dass der normalen Vektor immer die Zahlen vor deinen x1, x2, x3 bei deiner Koordinatenform sind. Und als kleiner Hinweis, x1 ist eine Abkürzung für ein x1, sprich die erste Koordinate ist 1. Dann sehen wir jetzt hier eine 2 und da eine minus 3. Das ist dann der normalen Vektor von der Koordinatengleichung und wir werden jetzt davon den Betrag berechnen. Das heißt, wir brauchen eine große Wurzel. Wir nehmen erst die erste Koordinate hoch 2, also 1 zum Quadrat, dann plus zweite Koordinate zum Quadrat, also 2 hoch 2, dann wieder plus. Jetzt kommt die dritte Koordinate. Wenn das eine negative Zahl ist, schreibst du sie in Klammern hoch 2. Klar, Wurzel einmal drüber. Und diesen Ausdruck, den müssen wir jetzt natürlich ausrechnen. 1 hoch 2 steht für 1 mal 1, das ist 1. 2 hoch 2 steht für 2 mal 2, das ist 4. Und minus 3 in Klammern hoch 2 steht für minus 3 mal minus 3, das ist 9. So, und jetzt rechnen wir weiter aus. 1 plus 4 plus 9 ist 14. Und ich würde hier gar nicht so oft runden. Das heißt, das Ergebnis beziehungsweise der Betrag des normalen Vektors ist Wurzel aus 14. Und jetzt kommen wir schon im zweiten Schritt zu der Anwendung dieser Formel. Wir wollen ja den Abstand von dem Punkt zu der Ebene berechnen. Also beschriften wir das Ganze mal. Wir fangen an mit einem großen Betrag. Und jetzt siehst du jetzt hier oben, das hatte ich ja gerade schon erklärt, die Koordinatenform. Allerdings für x1 die 4 eingesetzt, für x2 die 5 eingesetzt, für x3 die 3 eingesetzt. Wenn wir das dann bilden, sind wir bei 1 mal. Hier sind natürlich Malrechnungen dazwischen. 1 mal 4 plus 2 mal 5 minus 3 mal 3. Und jetzt diese Zahl auf die andere Seite gebracht. Wir würden ja jetzt hier minus 19 rechnen, also minus 19. Bruchstrich. Und unterm Bruchstrich kommt genau das, was wir, der Betrag des normalen Vektors sind. Also sprich hier in dem Fall die Wurzel aus 14. Betrag zu Ende. Und du kannst dir vorstellen, dass wir jetzt diesen Ausdruck ausrechnen müssen. 1 mal 4 ist 4. 2 mal 5 ist 10, minus 3 mal 3 ist minus 9. Ja, minus 19 fällt natürlich nicht weg. So, nochmal übernommen. Wenn wir jetzt nochmal den Zähler weiter vereinfachen, 4 plus 10 ist 14, 14 minus 9 ist 5, 5 minus 19 ist minus 14. So. Und dann können wir jetzt sicherlich entweder, schreibst du jetzt tatsächlich nur 14 durch die Wurzel, also als Bruch mit der Wurzel aus 14 darunter, oder du tippst das in den Taschenrechner ein, dann bist du bei minus 3,74. Und jetzt kommt noch der äußere Betrag ins Spiel, denn wir sprechen jetzt hier gerade von, oder wir wollen jetzt gerade hier einen Abstand ausrechnen, und ein Abstand kann natürlich nicht negativ sein, weil entweder hast du einen Abstand, dann ist der positiv, oder du hast keinen Abstand, dann beträgt der Abstand natürlich 0. Aber einen negativen Abstand gibt es nicht. Dementsprechend ist das Ergebnis 3,74.
Natürlich habe ich auch wieder für dieses Video eine Aufgabe vorbereitet. Und wenn du Bock drauf hast, berechne doch mal bitte den Abstand von diesem Punkt zu dieser Ebene. Und die Lösung, die findest du wie gewohnt auf dem Einfach-Mathe-Blog. Das ist nämlich der erste Link, den du hier in dieser Infobox findest. Falls dir das so schnell geht, auch die Aufgabe werde ich dort nochmal als Foto hochladen. Dann kannst du nämlich selber einfach mal überprüfen, ob du die Inhalte, die wir gerade besprochen haben, wirklich verstanden hast. Das soll es für heute auch schon gewesen sein. Ich hoffe natürlich, dass dir dieses Video etwas gebracht hat. Wenn das der Fall ist, würde ich mich mega über Feedback freuen. Gerne auch mal Feedback dazu, wie du diese Idee mit dieser Aufgabe am Ende findest und ob dir das etwas bringt oder eben nicht und ob du vor allen Dingen diese Aufgabe auch gelöst hast und richtig gelöst hast. Wenn du die Aufgabe richtig gelöst hast, dann schreib doch gerne mal in die Kommentare Hashtag geschafft, wenn nicht Hashtag Möb oder so. Keine Ahnung, da fällt mir gerade nichts ein. Aber stell gerne auch noch weitere Fragen zu diesem Thema, falls noch irgendwas unklar ist. Du kannst mir auch wie gewohnt deine Videowünsche hier einfach hinschreiben. Dann werde ich dazu gerne weitere Videos machen. Und ich würde mich natürlich wie immer mega freuen, wenn du dieses Video teilen würdest. Zum Beispiel mit deinen Freunden, mit deinen Mitschülern, mit deiner Klasse, mit deiner Stufe, mit deinen Kommilitonen, mit deiner Oma, mit deiner Opa, mit deiner Tante, mit deiner Schwester, mit einfach jedem. Denn wir brauchen alle ein bisschen Mathe in unserem Leben. Das war es jetzt wirklich von mir für heute. Ich wünsche dir wie immer viel Erfolg beim Lernen und eine Sache steht immer fest, deine Mathe-Note hängt eben nicht vom Zufall ab.